Ja, moin, moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung hier auf MMC MOBA TV. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir uns gesehen haben. Ich denke, das letzte Video war, glaube ich, ja, schon gut oder fast 14 Tage her. Ja, was soll ich sagen? Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Also, ihr kennt es wahrscheinlich aus eurem Leben genauso, egal ob beruflich oder privat. Nichts ist so beständig wie die Änderung. Und wir haben natürlich wieder einige Sachen zu tun hier gehabt, die außerplanmäßig, beziehungsweise so außerplanmäßig nicht, aber wir haben es einfach vergessen. Und deswegen kann ich da auch gleich kurz drauf eingehen, bevor wir natürlich zum heutigen Sonderthema kommen. Im Teaser ja schon angedeutet, heute möchte ich euch wirklich einen kleinen Kracher zeigen. Was heißt einen kleinen Kracher? Einen gewaltigen Kracher. Zumindest auch, was die technische Ausführung angeht. Ja, es gibt auch Highlights, wo keine 7 roten Buchstaben draufstehen. Und trotzdem ist es für uns Märklinisten bzw. Pukeküsser ein echter Genuss. Aber bevor wir, ich weiß, es ist ein bisschen ätzend, wenn wir immer dieses auf die Folter spannen, aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, muss ich noch 2-3 Minuten verwenden, um die letzten beiden Wochen und das, was da so an News und auch bei uns an Mails und Kommentaren so eingetroffen ist, das will ich schnell abarbeiten, damit es nicht so lange dauert und der eine oder andere von euch die Antwort auch schneller bekommt. Also, bevor wir starten in das heutige Thema, ihr habt es ja im Teaser gesehen, es geht um die Rocco Schneeschleuder, selbstfahrend mit diversen Features, tollen Funktionen, also wirklich sensationell. Möchte ich aber ganz kurz drauf eingehen, weil vor 2 Tagen, nämlich am Mittwoch, den 10., kam ja MacLean mit den Sommerneuheiten. Gab es ja auch ein Video auf YouTube. Ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Wir haben parallel dazu tatsächlich zeitgleich um 13 Uhr, ab 13 Uhr durften wir Händler dementsprechend auch uns die MacLean-Neuheiten präsentieren in unseren Shops. Wir haben es gemacht. Und eine dieser Sommerneuheiten, das ist natürlich was Besonderes, weil es ja nicht so viele Stores gibt in Deutschland. Ich glaube nur 5, 6 in Deutschland, insgesamt 7 weltweit mit Japan und Holland. Die Store-Lock, natürlich die Store-Modelle dieses Jahr 2023. Die Store-Lock und auch der Store-Wagen 23 sind ja immer extrem beliebt und leider seit letztem Jahr auch extrem limitiert von MacLean, weil sie einfach Schwierigkeiten haben mit ihren Produktionskapazitäten. Was zur Folge hat, dass auch dieses Jahr die beiden Modelle, also die Lok und der Wagen, extrem streng reduziert bzw. limitiert waren. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich euch das beim letzten Mal schon gesagt habe, da waren es die gleichen Zahlen, also auch dieses Jahr wieder maximal 70 Loks pro Store und maximal 110 Wagen pro Store können von uns bestellt werden. Das ist zumindest für uns hier, die wir ja sehr stark online affin sind und dadurch logischerweise teilweise andere Stückzahlen generieren als jetzt ein stationärer Händler in einer kleinen Stadt oder kleinstationären Fachhandel, der jetzt keinen großen Internet- oder Online-Auftritt hat, der mag damit klarkommen. Aber wer wie wir hier online ziemlich stark vertreten sind, dann vielleicht sogar noch natürlich auch durch unseren YouTube-Kanal, wir benötigen normalerweise so bei den Wagen die dreifache Menge und bei den Loks die zweifache Menge. Was auch zur Folge hat, dass wir bereits nach 48 Stunden die Lok leider auf ausverkauft setzen mussten. Also, und die 70 Stück waren im Prinzip, wir hatten die 2 Tage vor den Sommerneuheiten präsentiert, weil die Store-Loks schon uns Händlern früher bekannt gegeben worden sind. Ich hatte das ja in der YouTube hier in der Community auch kurz einen Post gesetzt und daraufhin haben auch schon die ersten fleißig bestellt. Das heißt, als wir dann am Mittwoch denn offiziell auch nochmal in den Sommerneuheiten Store-Lok und Store-Wagen präsentiert haben, war die Hälfte eigentlich schon vorbestellt. Also von daher hat es eben keine 48 Stunden gedauert und im Prinzip nach Veröffentlichung, Mittwoch 13 Uhr war die Veröffentlichung und am Donnerstagmorgen bzw. Mittag waren die 70 Stück auch erreicht. Bei den Wagen haben wir noch ein bisschen Luft, da sind glaube ich noch so 20 Stück von den Containertragwagen. Übrigens das Besondere bei diesem Containertragwagen ist, es ist ein High Cube, also ein etwas höherer Container. Ne? Somit auch anders als die anderen, die es die Jahre davor gab.
Ja, das tut mir leid für all diejenigen, die die Lok jetzt noch haben wollen. Also dann bitte bei irgendwelchen anderen Stores versuchen. Im Prospekt werden die anderen Stores auch genannt. Mainz, dann weiß ich noch, ein guter Kollege von mir, der Henry Nehm, das ist der Modell der McLean Store Neustadt Donau. Vielleicht da sonst versuchen zu bestellen. Wie gesagt, bei uns, sorry, wir sind ausverkauft. Tut mir sehr leid, aber ich kann für die Stückzahl nichts. Wie gesagt, ich hätte gerne mehr bestellt, aber es war sehr, sehr begrenzt. Und da sind wir auch gleich bei der nächsten Problematik. Ihr werdet es ja auch schon mitbekommen haben, auch die ein oder andere McLean-Neuheit lässt ja immer noch auf sich warten. Der Girono ist jetzt langsam in der Auslieferung. Die ersten 70% bis zum ersten Bestelldatum, die im Januar 22 irgendwie bestellt, nee, 21 war das ja, nee, 22 bestellt haben, da wird jetzt langsam ausgeliefert. Beim Churchill fehlt immer noch ein großer Teil, weil da gibt es wohl Probleme mit irgendwelchen Teilen, die nicht rankommen. Also ja, die Problematik ist immer noch die gleiche und die Hersteller kämpfen logischerweise. Und da möchte ich auch mal eine Lanze für alle Hersteller bringen. Ich sehe das ab und zu in den Kommentaren und auch in den Foren. Leute, wenn ihr euch beschwert, dass Neuheiten so spät kommen, eins könnt ihr mir glauben, das trifft niemanden schlimmer als die Hersteller selbst. Also immer bitte dran denken. Für euch ist es nur euer Hobby. Ihr wartet, weiß ich, sehnsüchtig auf das, was ihr bestellt habt. Aber wie gesagt, es ist nur ein Hobby für den Hersteller, wenn er die Sachen nicht ausliefern kann. Und erst recht bei diesen perversen Situationen, die es da teilweise im Moment bei McLean, bei Pico oder sonstigen gibt. Dr. Wilfer hat es ja auch in einem seiner Videos gesagt, dass er da 20.000 Loks liegen hat, die er nicht ausliefern kann, weil er keine Decoder hat. Also glaubt mir, das trifft die Hersteller mit Sicherheit wesentlich härter als euch. Bei denen geht es um Brot und Butter und um Miete und um Gehälter und Löhne, die bezahlt werden sollen. Also von daher, habt einfach ein bisschen Geduld und das Leben ist nicht davon abhängig. Wie gesagt, es ist ja nur ein Hobby und dann freut euch einfach, wenn es kommt. Und wir machen es auch in letzter Zeit teilweise so, dass wenn wir 20 Loks kriegen oder 20 Loks bestellt haben und 10 werden jetzt aber erst in der ersten Tranche erst verfügbar, dann warten wir, bis die anderen 20 da sind. Weil das ist dann der Nachteil, wenn man hier auf YouTube so fleißig unterwegs ist. Wenn Kunden oder wenn ihr bei uns bestellt und die ersten 10 liefern wir jetzt aus, dann kommt irgendeiner auf die Idee, postet das im Forum, entweder bei im McLean Hanoi Forum auf Facebook oder macht sogar ein YouTube-Video, weil er einen Kanal hat und sagt, oh hier, meine Lok von MMC ist eingetroffen. Und die anderen 10, für die die Lok noch nicht da ist, bombardieren uns dann mit Mails. Also deswegen habt da bitte Verständnis. Wir versuchen immer so lange zu warten, bis wirklich alle Artikel, die wir bestellt haben, dann für einen Schwung machbar sind und das erst dann dementsprechend auch ausliefern und warten, bis wir die Sendung dann komplett ausliefern können, damit eben nicht dieses Gefühl entsteht, ja, der eine kriegt's und der andere noch nicht oder warum muss ich so lange warten. Außer bei den Insider-Modellen, da wird ja sowieso streng danach produziert, wie der Bestelleingang ist und von daher, apropos Insider-Modell. Für euch Insider, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es wurde zwar im McLean Neuheiten Sommervideo angekündigt, aber die Bestellfrist für den Günni, also für die 185er, ist nochmal um 14 Tage verlängert worden, aufgrund, die McLean begründet das mit den Osterfeiertagen, dass es ein bisschen knapp war, viele die Aussendungen, die McLean Insider-Lieferungen nicht rechtzeitig erhalten haben. Also vom 15.05. verlängert worden auf den 31.05. Wer also noch den Günni bestellen musste, und denkt dran, es gibt dafür keine Bestellcoupons, der Günni ist die erste Lok, die komplett online bestellt wird. Es reicht also, wenn ihr mit eurer Mitgliedskarte einfach zu eurem Händler des Vertrauens geht. Und wenn ihr keinen Händler bei euch in der Nähe habt, des Vertrauens, dann wisst ihr, bei uns könnt ihr das sowieso alles online machen. Wir brauchen nur eure Insidernummer und die dreistellige Prüfkennziffer. Und dann könnt ihr ganz normal bei uns im Shop den Günni bestellen. Wie gesagt, Bestellfristverlängerung bis 31.05. So, dann muss ich hier noch gucken. Ach so, apropos ausverkauft. Also, wenn ihr jetzt bei uns reingeht und ich habe gerade die letzten Tage, habe ich wieder mehrfach Mails bekommen von Kunden, von euch, die gesagt haben, irgendein Artikel wäre bei uns im Shop ausverkauft und sie hätten aber bestellt und hätten es nicht bekommen. Leute, wenn bei McLean werkseitig etwas ausverkauft ist, wie jetzt zum Beispiel diese Store-Lock, von der ich gerade gesprochen habe, die ist auch noch nicht ausgeliefert.
Aber wenn sie werkseitig ausverkauft ist und unser Kontingent, was wir vorbestellt haben, durch eure Vorbestellung auch ausgeschöpft ist, dann müssen wir den Artikel bei uns im Shop logischerweise auf ausverkauft setzen, damit eben, ja, damit ihr wisst, dass ihr das eigentlich nicht mehr bestellen sollt. Da gibt es zwar immer noch welche, die dann trotzdem bestellen, weil wir wollen es nicht einfach aus dem Shop rausnehmen, weil das verwirrt die Leute manchmal dann noch mehr, sondern wir lassen den Artikel drin, aber es steht eben ausverkauft. Meistens steht sogar noch drunter in Rot, bitte nicht mehr bestellen. Und das Gleiche betrifft zum Beispiel auch Sommerneuheiten. Und da ist eine jetzt bei den Sommerneuheiten, wurde ja auch nochmal der Flying Scotsman von MacLean präsentiert. Da ist auch ein kleines Malheur passiert. Flying Scotsman, die Papiere dafür, beziehungsweise die Flyer und die Prospekte, sind den Insidern jetzt mit der letzten Lieferung zugeschickt worden, also vor 1-2 Wochen. Und diejenigen, die kein Internet haben, ja, solche Leute soll es dann noch geben und auch keine E-Mail, die also nicht vorher den Newsletter per Mail vom Insider-Club bekommen haben, haben eventuell jetzt durch diese Auslieferung dieser Insider-Sendung zum ersten Mal erfahren, dass es den Flying Scotsman gibt. Und da muss ich euch leider enttäuschen. Ja, auch der ist werkseitig ausverkauft und unser Kontingent, was wir bestellt haben, bei uns auch ausverkauft. Also, wenn ihr bei uns in den Shop geht und seht den Flying Scotsman, dann steht da, ausverkauft bitte nicht mehr bestellen. Dann tut das bitte auch nicht. Kann aber natürlich gut sein, dass der ein oder andere Händler dementsprechend ja gerade im stationären Bereich, der seine 4-5 Stück für den Laden bestellt hat und nicht so eine hohe Vorbestellquote hat wie wir jetzt, dass er das da noch bekommt. Aber bei vielen Händlern dürfte das Gleiche sein. Also unser Kontingent, ich glaube, wir haben 30 oder 35 Stück bestellt, die sind von euch alle vorreserviert. Also müssen wir diesen Artikel auf ausverkauft setzen. Also dann braucht ihr aber auch immer nicht fragen. Ne? Also wenn ihr dort einen Artikel bei uns im Shop seht, der noch nicht ausgeliefert ist, ihr habt ihn bestellt und ihr habt ihn noch nicht bekommen, er ist auch noch nicht, gar nicht ausgeliefert von MacLean, bei uns steht ausverkauft, keine Sorgen. Also eure Bestellung ist selbstverständlich damals ja rechtzeitig erfasst worden. Ihr habt eine Bestellbestätigung bekommen, auch das ist immer wichtig. Auftragsbestätigung kriegt ihr auch von uns, also gar kein Thema. Dennoch letzter Hinweis, wir schulden dem einen oder anderen von euch noch eine Antwort. Wir hatten letzte Woche ein Mail-Server-Problem, weil es neue Zertifikate gibt, die unser Host IONOS bzw. 1&1 fordert und unser alter Mail-Server kann diese Anforderungen nicht mehr erfüllen. Das hatte zur Folge, dass wir zwar eure Mails alle empfangen haben, wir konnten aber unsere Antworten nicht an euch senden. Wir haben eine sogenannte Kennfehler-Info gekriegt, das heißt, die Serververbindung zum SMTP-Server für diejenigen, die ein bisschen fitter drin sind. Deswegen erkläre ich das einmal kurz. Also unsere Mails, unsere Antworten konnten nicht versendet werden. Jetzt mussten wir unseren Mail-Server neu aufbauen mit unseren IT-Jungs zusammen, ein anderes Programm verwenden, was diese Zertifikate erfüllt, was im Moment zur Folge hat, dass wir jetzt jedes Postfach zweimal haben, nämlich einmal das alte und einmal das neue. Und wir jetzt sukzessive umschieben müssen, rausschieben müssen und sehen, dass wir die alten Mails noch von letzter Woche noch beantworten. Sorana und ich, wir geben unser Bestes, versuchen, dass wir vielleicht dieses Wochenende damit fertig sind. Also von daher, der ein oder andere wartet auf eine Antwort. Ich habe auch ganz komische Antworten schon gekriegt, so unter dem Motto, danke dafür, dass ich keine Antwort bekommen habe. Ja, dann habt ihr jetzt zumindest die Erklärung, falls ihr diesen Kanal seht. Also nochmal Entschuldigung, es dauert ein bisschen. Ja, das sind auch Sachen, ne? Deswegen gab es dann manchmal Verzögerungen oder deswegen gab es eben auch fast 14 Tage kein Video. So, das war's dann. Günni habe ich euch erzählt, Flying Scotsman Mail Server habe ich euch auch erzählt. Dann würde ich sagen, Gentlemen, start your engines. Wir kommen zu unserem eigentlichen Hauptthema, eines meiner absoluten Produkt-Highlights, die ich in den letzten Wochen hier bei mir auf dem Tisch hatte und testen konnte. Ich hatte die Ballhackschleuder von Rocco schon vor 3 oder 4 Jahren, als die erste Version rauskam. Ich glaube, damals war es eine Schweizer Variante oder die ÖBB, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Jedenfalls ist dann angekündigt worden von Rocco, ich glaube letztes Jahr, jetzt in der DB-Variante, schön mit grüner Lackierung in Epoche 4. Und da habe ich gedacht, gut, die muss ich bestellen. Auch wenn sie insgesamt natürlich aufgrund der ganzen Preissteigerung auch die Schleuder jetzt ein Tick teurer geworden ist, habe ich aber, das kann ich euch versprechen, am Ende der Sendung definitiv wirklich einen fairen und super Preis, den wir ganz, ganz knapp kalkuliert haben, damit ihr euch aber trotzdem, wer zumindest Interesse hat, sich dieses wunderschöne Modell zulegen kann. Also starten wir mal. Ihr habt es im Trailer ja gesehen, ich habe da schon so ein bisschen auf dem Drehteller gearbeitet und so weiter. Ich habe aber auch schon viele, ich habe schon einige Sequenzen gedreht,
ausgepackt mit Sound, mit Funktionsprüfung oder so. Das mache ich jetzt nicht live, sondern das blende ich euch nachher ein. Das Einzige, was ich euch live jetzt zeigen will, ist einmal, weil das begeistert mich auch, ne? Auch da gibt es einfach pfiffige Sachen. Ihr kennt ja die Problematik Loks und Verpackung. Erst recht für uns als Versender ist das immer wieder problematisch. Deswegen freuen wir uns ja auch so sehr darüber, dass es so Firmen gibt wie ESU, die einfach ihre Loks, ich würde fast sagen, unfallschutzgesichert verpacken, wo Sachen eben festgeschraubt sind, die nicht hin und her wackeln können, wo selbst der Versand ins Ausland, weil wir haben nun mal Kunden in den USA, in Chile, ne? Herzliche Grüße an die Argentinier auch, an den McLean Insider Club da drüben. Ja, damit solche Sachen gut bei euch ankommen, bedarf es eben auch guter Verpackung vom Hersteller. Und der ein oder andere Hersteller hat das immer noch nicht so richtig verstanden. Die denken immer noch, ja, das einzige Weg, den so eine Lok auf sich nimmt, ist vom Hersteller zum Händler. Nein, heute im Zeichen des Versandhandels natürlich nicht. Also bei uns werden 80-90% der Dinge mindestens zweimal verschickt. Nämlich einmal vom Hersteller zu uns und dann von uns zu euch. Also muss das schon ganze transportsicher sein. Und die Rocco, ich zeige euch mal die Verpackung, ist in diesem Falle ein wirklich sehr, sehr gutes Beispiel. Weil das möchte ich euch einmal zeigen. Deswegen habe ich sie extra wieder reingepackt in die Verpackung. Also, wenn wir den Deckel öffnen und ich packe das mal alles so ein bisschen weiter hierher, dann zeige ich euch das mal. Dann ist das so eingepackt. Sensationell. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. So, zeige ich euch mal. Also, wirklich gut geschützt. Hinzu kommt, dass dieses Modell, es ist ja auch ein etwas besonderes Modell, das muss man ja auch sagen, und dem Ganzen trägt Rocco auch Rechnung, indem sie sagen, okay, wir verpacken es besonders gut. Erstens wird das Ding sogar noch in eine extra Vitrine verschickt. Dann sind hier diese Styropor-Schutzkappen. Also, wie gesagt, also ich kann das Ding auf den Boden schmeißen, da dürfte nicht viel passieren. Testen wir dies trotzdem nicht. Ja, und dann können wir das Ganze hier öffnen und es ist echt pfiffig gemacht. Ich mache das hier einfach mal. So, also seht ihr hier auch noch Vitrine, sehr schön. Und dann zeigt sich das gute Stück hier auf diesem kleinen Sockel. Ich hoffe, man kann das sehen. So, und wenn ich den Sockel umdrehe, dann seht ihr, hier ist so eine Plastikschraube, beziehungsweise also Plastikmutter, also mit so einem schönen breiten Kopf. Ihr braucht also kein Werkzeug, also kein Kreuzschlitz oder sonstiges, sondern ihr könnt das wirklich mit der Hand lösen. Das haben die echt pfiffig gemacht, muss ich sagen. So, dann löst ihr das und dann könnt ihr eure Schneeschleuder dementsprechend vom Sockel befreien. Das wollte ich euch gezeigt haben, weil ich das wirklich pfiffig fand und ihr könnt davon ausgehen, dass egal wo ihr wohnt, wenn ihr bestellt und wir euch das schicken, die dürfte, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, wirklich unfallfrei und sicher bei euch ankommen. Und das sind so Sachen, wo ich mir einmal sage, Mensch, warum passiert sowas nicht öfter? Ne? Dass gerade so hochwertige Modelle, und da gibt es ja bei McLean eine ganze Menge, warum die nicht auf ähnliche Art und Weise so pfiffig verpackt und verschickt werden und eingepackt werden. Mit Styroporblister, mit einem wunderschönen, wirklich stabilen Hartkarton hier. Also ja, der sieht auch noch in 10 Jahren gut aus. Ne? So, und dann haben wir dieses gute Stück. Und ist wirklich ein Kracher. Also da übertreibe ich jetzt auch nicht. Und bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, das Einzige, was ich im Video nicht gezeigt habe, und das kann ich euch hier nochmal zeigen, und zwar möchte ich einmal sagen, hier oben der Auslass. Übrigens, wenn ihr vorne die Fräse anmacht, die Ventilatoren, dann entsteht tatsächlich so ein Druck, dass hier oben die Luft rauskommt. Und die könnt ihr auch noch, die Fräsauslässe hier, die könnt ihr sogar noch mit der Hand manuell verstellen. Also ihr könnt dann sagen, na gut, in diesem Fall soll das so aussehen, als wenn alles der Schnee nachher nach links kommt. Oder eben an beide Seiten, dann könnte man das so machen. Also, ich zeige euch das mal. So, jetzt sind die auseinander und jetzt drehe ich euch das mal zusammen. So, jetzt habt ihr es zusammen. Also, das ist echt pfiffig. Und ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob das auf dem Messestand von Rocco war, damals bei der ersten Präsentation, mit so ganz feinem Pulverschnee haben die tatsächlich das hier angesaugt und dann kam das hier oben aus den Löchern rausgepfiffelt. Also wenn ihr den anhabt und haltet euren Finger davor, dann merkt ihr das auch, da kommt richtig Luft raus. Also das Ding, ja,
Das ist schon was Besonderes. Also, ihr als Märklinist kennt vielleicht eine Dampfschneeschleuder von Märklin. Ist ja auch immer ein beliebtes Modell gewesen. Und selbst wenn es jetzt noch rauskommen würde, vielleicht mit MFX und noch einem feineren Sound oder so, würde die sich vielleicht auch noch wieder verkaufen lassen. Der Nachteil aber bei der Märklin Dampf, da ist es allerdings auch eine Dampfschneeschleuder, ist, dass ihr immer noch eine Lok braucht. Die hat halt nur die Funktion, aber sie kann nicht fahren. Das finde ich eben das Geniale an dem Rocco-Modell, an dieser Beilhack-Schneeschleuder, dass sie eben ein selbstfahrendes Modell ist. Naja, und wie wir Märklinisten das Barocco eben kennen, natürlich auch mit dem berühmt-berüchtigten Flüsterschleifer, der wirklich schön extrem leise ist, den hört ihr eigentlich in der Regel nie, nicht mal über die weichen Pukos oder so. Ja, der Flüsterschleifer, nicht umsonst hat er diesen Namen damals von Rocco bekommen. Also ist schon merkwürdig, dass ein ausgerechnet eigentlich ein Zweileiterhersteller auf die Idee kommt, einen Flüsterschleifer rauszubringen, der mit Kunststoff noch abisoliert ist. Und übrigens, was auch, dass ihr diese Schleifer gibt es ja auch einzeln. Es gibt einmal den kurzen und einmal den längeren. Bei Rocco die Artikelnummer 40500 und 40501 findet ihr auch bei uns immer bei den Rocco angeboten. Das Besondere an diesem Schleifer ist, die sind ja umgefasst mit so schwarzem Kunststoff. Wenn es mal ein Modell gibt, wo der Schleifer nicht ganz runterkommt und die Pukos zu hoch sind von den schlanken Weichen, dann habt ihr immer noch die Chance, diese schwarzen Sachen hier rauszunehmen. Also das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich euch das zeigen soll, aber das habe ich jetzt schlecht vorbereitet. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege. Oder ich zeige euch das in einem anderen Video. Auf jeden Fall könnt ihr das wenn ihr vorsichtig den Schleifer trennt, weiß ich nicht, soll ich das jetzt tatsächlich tun? Und das ist jetzt die Masterfrage. Also, ist ja gewagt, was ich hier mache, weil letztendlich ist das ja ein Modell, was wir wieder verkaufen. Also, aber das ist bei jedem Flüsterschleifer, bei jeder Rocco-Lok. Jetzt seht ihr, und ich hoffe, das kann man erkennen, ich mache das mal davor. Jetzt könnt ihr sehen, dass ich den Schleifer, jetzt ist nur noch wirklich das Blech blank zu sehen. Und die beiden Isolationsstücke, die an den Seiten reingesteckt werden, zeige ich euch auch mal, das sind diese hier. Die habe ich einfach rausgezogen mit dem Fingernagel. Und genauso kann ich sie jetzt auch gleich wieder reintun. Und da hoffe ich mal, dass das genauso gut wieder funktioniert. Sonst habe ich die Arschkarte gezogen. Aber eigentlich ist das relativ simpel. So. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich es wieder zusammengesteckt. Also jetzt könnt ihr wieder sehen, dass da hier das schwarze Kunststoff, die dafür sorgen, dass es letztendlich dann auch so schön leise ist, habe ich wieder zusammengesteckt. Also ganz einfach. Und das könnt ihr, wie gesagt, mit allen Rocco und Flüsterschleifer machen, egal ob mit dem langen oder mit dem kurzen. Nur mal so ein kleiner Hinweis, falls der ein oder andere von euch mit der Rocco-Lok vielleicht mal Probleme hat bei den Pukos, weil der Unterboden zu gering ist, dass sie denn so leicht angelupft wird, dann einfach, wie gesagt, diese schwarzen Isolierstreifen aus den Seiten mit dem Nagel fein abziehen, dann könnt ihr die auseinanderziehen. Das ist ein Stecksystem, das ist ganz einfach, genauso könnt ihr es auch wieder zusammenstecken, so habe ich es eben auch gemacht. So, aber dann würde ich sagen, lange genug gequatscht. Wichtig ist ja, ich möchte euch natürlich die Beilhack-Schneeschleuder zeigen und vorführen. Und dafür habe ich, wie gesagt, im Vorfeld schon einiges gedreht, gerade was Sound angeht, was die Funktion angeht. Und da hat sie echt eine ganze Menge los, tolle Funktion. Und deswegen würde ich sagen, ich sage jetzt einfach mal, ich wünsche euch viel Spaß für die nächsten Minuten mit der Rocco Beilhack-Schleuder für Pukoküsser, sprich Artikel Nummer 79002.
Na, was meint ihr? Habe ich zu viel versprochen? Habe ich den Mund zu voll genommen? Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Also ein wirklich traumhaft schönes Modell, tolle Funktion, alleine dieses Schwenken der gesamten Schleuder für den Richtungswechsel, also technisch auch fürs Original natürlich extrem praktisch, ne? Einfach, ihr braucht keine Drehscheibe oder sonstiges, um die Schneeschleuder zu drehen, sondern das kann der einfach per Knopfdruck. Übrigens der Sound, selbst wenn ihr ihn aushabt, aber ihr drückt die F4-Taste für den Drehkopf, also dass sich das Oberteil dreht, dann passiert das automatisch immer mit Sound. Also ganz, ganz toll. Was ich euch nicht gezeigt habe, sind noch die zusätzlichen Lichtfunktionen. Es gibt noch eine Treppenbeleuchtung, es gibt noch einen Zusatzscheinwerfer. Oben hat die Schleuder ja zwei Lampen in der Mitte. Standardmäßig ist beim normalen Licht nur eine an. Also von daher, da gibt es noch Funktionen. Und ich kann euch das sonst auch mal einblenden. Ich hatte das, glaube ich, einmal gezeigt im Film kurz, aber sonst mache ich es auch nochmal. Ihr seht, es sind 17 Funktionen, die dieses wunderschöne Teil hat. Und damit ihr das auch mal sehen könnt, also hier die Bedienungsanleitung, auch vernünftig, gut gemacht. Ein schönes Bedienheft, natürlich in diversen Sprachen, vorne natürlich in Deutsch. Und wenn wir uns das hier angucken, die Funktionen, Überblick, F0, Licht ein, aus, F1, Sound aus, F2 ist die, wie gesagt, die Fräse, also das vorne die Propeller, die Fräsköpfe sich drehen. Dann F3, Fräskopf heben, habt ihr vielleicht zu Beginn des Videos gesehen, ne? Dass man den auch noch heben und senken kann. Dann den Aufbau drehen, F4, F5 ist Horn, F6 ist Rangiergang, dann F7 die Treppenbeleuchtung, F8 der Zusatzscheinwerfer, F9, das konnte ich jetzt nicht drehen, weil ich nur eine gerade Strecke habe, Kurven quietschen, ein, aus, natürlich nur mit F1 und Entfahrt zusammen, an- und abkuppeln, F10, Türen öffnen, schließen, Horn doppelt, Horn, Mute-Taste, Sanden ein- und aus und dann, was ich auch immer praktisch finde, ist, ihr könnt die Lautstärke mit F16 und mit 17 erhöhen und verringern. Also einfach per Knopfdruck auf der Funktionstaste, ohne dass ihr in die CVs gehen müsst, für den einen oder anderen. Ich finde es eigentlich immer eine gute Lösung, eine pfiffige Lösung, weil dem einen ist der Sound zu laut, dem anderen ist er zu leise. Also von daher, wenn man das einfach immer per Funktionstasten lösen kann, finde ich eine geniale Lösung, die Lautstärke des Sounds mit Funktionstasten zu regulieren. Wesentlich einfacher, als wenn ich immer ins CV-Menü muss. Also das dazu. So, unabhängig davon, ne, die Verpackung, ja, habe ich mich schon ausführlich zu eingelassen. Ich muss fairerweise dazu sagen, wir von der ersten Bestellung sind jetzt noch zwei oder drei, sind noch von dieser Charge, haben wir jetzt noch da, können wir also liefern. Wir können zu dem Preis nicht nochmal nachordern. Das heißt, den Angebotspreis, den ich euch jetzt, denke ich mal, einfach mal parallel sonst einblende. Ich weiß nicht, ob ich das im Kopf habe, also UVP ist 514,90 und wir bieten das jetzt an für 469,90. Wer hier auf YouTube die Sachen liest, ist in der Regel schneller. Also deswegen, meistens sind die YouTuber immer die Ersten, die natürlich dann den Bestand bei uns im Shop bestellen. Wobei ich ihn auf der Startseite, habe ich die Schleuder, glaube ich, seit 2 Tagen stehen, dass wir sie zumindest bekommen haben. Aber da guckt nicht jeder immer so drauf und YouTube hat ja doch hier bei uns eine andere Reichweite. Also, da ist jetzt 2 oder 3 Stück sind im Bestand. Wenn der Bestand da auf Null ist, dann bitte nicht mehr bestellen. Dann wart ihr halt ein Tick zu langsam, wie das eben so oft im Leben ist. Weil zu dem Preis können wir es nicht nochmal anbieten. Dann müssten wir es nachbestellen und dann auch zum neuen EK. Also von daher bitte ich um Verständnis, dass wir jetzt diese 2 bzw. 3 Stück haben. Und da gilt denn eben, wie bei vielen Dingen im Leben, wer zuerst kommt, mal zuerst. Dann will ich das auch gar nicht so lange werden lassen, das Video. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer für eure geschätzte Aufmerksamkeit und für die Falkenstein-Fans unter euch. Ich sage es zwar mittlerweile in jedem Video, zumindest in den letzten 3, habe ich immer gesagt, ja, mit Falkenstein geht's weiter und ja, mit Falkenstein geht's aber erst im Mai weiter. Wir haben jetzt den 12. Mai, wenn ich mich nicht irre, oder den 13. Im Moment sieht es so aus, wenn wir jetzt mit diesen ganzen Sondersachen, wie jetzt eben E-Mail-Server, Märklin-Neuheiten, auch diese Sachen müssen ja immer angelegt werden, dann hoffe ich, dass wir vielleicht
Nee, nächste Woche wird das nichts, weil nächste Woche bin ich verabredet mit Andreas Hornung in Friedrichstadt, Modellbahnzauber Friedrichstadt. Darauf könnt ihr euch freuen. Und da geht es wieder um das Lodi-System. Aber ich denke mal, spätestens Ende Mai wird es mit Falkenstein weitergehen. Weil die Temperaturen in unserer Halle sind jetzt annehmbar. Man kann da wieder arbeiten, ohne die Heizung anzumachen. Drückt uns die Daumen, dass es so bleibt, dass es nicht wieder so kalte Tage gibt, weil dann bringt es da einfach nichts, dann können wir da nicht arbeiten. Also das hat auch immer ein bisschen damit zu tun. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Heute ist Freitag. Ja, Feierabend haben die meisten von euch schon. Also, ja, schönes Wochenende. Ich hoffe, das Wetter wird zumindest für den einen oder anderen erträglich. Ansonsten ärgert euch nicht, solange das Wetter schlecht ist. Haben wir doch eine gute Ausrede. Dann dürfen wir in unserem MOBA-Keller oder auf dem Dachboden. Schlechtes Wetter ist MOBA-Wetter. In diesem Sinne, bleibt gesund, tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao, euer Meise.